Brasilien hat viel Eisen, viel Getreide und im Allgemeinen viele Frachtgüter für den Seetransport. Diese Frachtgüter werden teilweise von externen Transportunternehmen befördert. Brasilien hat hier eine Geschäftsmöglichkeit, nicht nur Häfen, sondern auch den Seetransport zu entwickeln. Wir setzen unser Gespräch mit Miguel Marques aus Portugal fort. Miguel ist Partner bei PwC Portugal und spezialisiert sich auf der blauen Wirtschaft, der maritimen Wirtschaft. In diesem Interview werden wir Brasilien besprechen. Wie entwickelt Brasilien seine blaue Wirtschaft? Brasilien ist ein sehr wichtiges Land für das Meer und für die maritime Wirtschaft. Eine der wichtigen Industriebranchen ist die Offshore-Erkundung und Gewinnung von Öl und Gas. Diese Technologien sind in Brasilien hochentwickelt. 2015 war Brasilien das fünftgrößte Land in der Welt nach der Öl- und Gasförderung aus dem Meer. Das Meer bietet Brasilien viele Geschäftsmöglichkeiten, beispielsweise Tourismus. Der Tourismus ist eine sehr wichtige Branche für Brasilien, ist aber noch nicht so gut entwickelt. Der brasilianische Meerestourismus hat ein immenses, unerschlossenes Potenzial. Viele hervorragende Seesportler, wie Segelsportler oder Surfer, stammen aus Brasilien und gewinnen Goldmedaillen oder führende Plätze in Weltmeisterschaften. Hier nutzt Brasilien das Meer schon richtig gut aus. Aber meeresbezogene Aktivitäten können viel mehr Vorteile bringen und viel mehr Wert. Wie genau meinen Sie das? Wichtig ist, eine Strategie zu haben. Aber noch wichtiger ist, diese Strategie ins Leben umzusetzen. Vor allem muss man die Frage beantworten, wer das Meer erschließen wird. Wer sind diese Menschen? Dies führt uns zur Ausbildung und zu wissenschaftlichen Studien, im Endeffekt zur Schule, wo diese Tätigkeit beigebracht werden soll. Wenn Sie keine Antwort auf die Frage parat haben, wer aus der brasilianischen Bevölkerung das Meer erschließen soll, dann gibt es andere Möglichkeiten. Als Festlandwesen brauchen Menschen spezielle Ausrüstung, um das Meer zu erschließen und auszunutzen. Wir müssen den Schiffsbau entwickeln. Außerdem umfasst unser Konzept die Errichtung von Plattformen und den Bau von Robotern. Hier besteht ein großer Investitionsbedarf. Wir können diejenigen mit Ausrüstung versorgen, die sich mit der Erschließung des Meeres befassen. Hier bieten sich immer zwei Möglichkeiten, entweder selber zu bauen oder bei den anderen zu kaufen. Wir empfehlen immer, zumindest einen Großteil der Ausrüstung für die Meeresnutzung selbstständig zu bauen. Nur so können wir die maritime Wirtschaft entwickeln. Wir müssen diejenigen finden, die perfekt auf diesem Gebiet sind. Nicht jeder ist imstande, im Meer zu arbeiten. Es sind spezielle Fertigkeiten. Manchmal muss man am Meer geboren sein, denn es ist ein Kontext, der sich stets mit den Wellen wandelt. Es ist ein schwieriges Umfeld. Eine maritime Wirtschaft kann nur mit Leidenschaft und nur von begeisterten Menschen aufgebaut werden. Historisch gesehen zeichnet sich die Fischereiindustrie durch Konflikte aus. Was würden Sie da vorschlagen? Nicht nur der Fischereisektor ist von Konflikten und Spannungen betroffen. Wir können nicht so viele Parallelen zwischen Tourismus und Fischerei ziehen oder sogar zwischen Häfen und Makrokultur. Wir können manchmal nicht nachvollziehen, dass wir zusammen mehr gewinnen können. Die Antwort besteht darin, eine Win-Win-Situation für beide Seiten herauszufinden.
Was den Fischereisektor anbelangt, so sollten wir eine Lösung für den traditionellen und den industriellen Fischfang finden, sodass die meeresbezogene Gemeinschaft einen großen Mehrwert bekommen kann. Ich bin sicher, dass alle bereit sind zu diskutieren, wie man diesen Mehrwert am besten erschließen kann. Mein Tipp wäre, den gefangenen Fisch als Rohstoff zu betrachten und nach Wegen zu suchen, einen Mehrwert daraus zu erzielen, ihn einzufrieren, zu kochen oder anders zu transformieren. Ein roher Fisch ist für städtische Bevölkerung uninteressant, da die Menschen keine Zeit zum Kochen haben. Wenn aber der Fisch schon vorgekocht ist, so kann er mit einer besseren Handelsspanne verkauft werden. Das ist eine gegenseitig vorteilhafte Situation. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, bessere Margen zu erwirtschaften. Und somit würde die ganze Fischergemeinschaft am besten profitieren. Vergleichen Sie bitte unsere Häfen mit denen in anderen Ländern. Was fällt da auf? Brasilien hat viel Eisen, viel Getreide, viele Frachtgüter für Seetransport. Ein Teil von diesen Frachtgütern wird von ausländischen Transportunternehmen befördert. Brasilien hat hier eine Geschäftsmöglichkeit, nicht nur Häfen, sondern auch den Seetransport zu entwickeln. Wenn man die Häfen analysiert, sollte man nicht nur an die Hafenlogistik denken, sondern auch an die Bürokratie. Manchmal liegt das Problem nicht an einem Hafen, sondern an der Bürokratie mit all dem Papierkram, einer mangelhaften Kommunikation zwischen den Hafenmaklern und so weiter. In diesem Bereich muss Brasilien noch viel tun, um seine Wirtschaftlichkeit zu verbessern, denn je höher die Effizienz, umso besser geht es der Wirtschaft. In brasilianischen Häfen, insbesondere hier im Südosten, ist man oft mit Exportproblemen konfrontiert. Brasilien liegt leider an keinem Hauptseegang. Es liegt an einem Nebenseegang. Die größte Seestraße beginnt in Asien, führt durch das Mittelmeer und überquert den Atlantik zwischen Europa und den USA. Brasilien muss sich richtig Mühe geben, um zu den besten Seetransportländern zugerechnet zu werden. Mein Tipp wäre, eigene Frachtgüter zu befördern. Brasilien hat jede Menge davon. Der Fokus liegt hier nicht auf Brasiliens Transportmarktanteil, sondern auf seinen Lieferungen. Wie würden Sie das Potenzial der brasilianischen Flüsse kommentieren? Kann da die Wirtschaftlichkeit verbessert werden? Unter maritimer Wirtschaft sind alle Gewässer zusammengefasst, einschließlich Binnengewässer. Die Binnengewässer bieten verschiedene Geschäftsmöglichkeiten, Schiffstransport, Tourismus. Dazu zählen auch Meeresfrüchte und Fisch aus dem Binnengewässer. Brasilien gehört zu den 15 größten Aquakulturländern, aber der Abstand zu den Top 5 ist einfach enorm. Aber Brasilien könnte sich bestimmt in diesem Aquageschäftsranking auch in Bezug auf Binnengewässer höher setzen. Hier hat es ein großes Potenzial. Die Regierungen pflegen verschiedene Entwicklungspläne zu schmieden. All diese Pläne beziehen sich auf das Leben auf dem Festland. Aber nie im Leben habe ich von einem meeresbezogenen Entwicklungsplan gehört. Das Meer ist ein gefährliches Element und die Seewellen sind kein Vergleich zu den Flusswellen. Es geht um eine spezielle Strategie. Aber weltweit gibt es nur wenige Erfolgsgeschichten im maritimen Geschäft. Diese Erfolgsgeschichten betreffen das Mittelmeer und die Fjorde in Skandinavien.
Diese Gewässer stehen unter Schutz. Dabei ist das Binnengewässergeschäft mehr entwickelt. Das Offshore-Aquageschäft ist weltweit nicht so gut entwickelt. China ist weltführend in diesem Bereich, aber Binnengewässer machen 80% seiner Aquawirtschaft aus. Im Allgemeinen muss ich sagen, dass die Binnengewässer die führende Rolle im Aquageschäft haben. Was sind die potenziellen Nachteile und die negativen Auswirkungen der Umweltverschmutzung in einem Meer, beispielsweise die Bucht Guanabara in Rio? Schade, dass solch fantastische Orte wie Rio Probleme mit Umweltverschmutzung haben. Das ist kein typisch brasilianisches Problem. Es besteht an vielen Orten im Ozean. Es gibt ganze Plastikinseln im Ozean. Der Naturschutz stellt ein sehr wichtiges Problem dar. Wir müssen zwei Dinge tun: Verschmutzung verhindern und die Umwelt wiederherstellen. Wir müssen den Plastikmüll aus dem Meer entfernen und insbesondere in Rio de Janeiro muss man eine spezielle Umweltkampagne durchführen, um die Gewässer in Ordnung zu bringen. Miguel Marques, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview. Sie sind in Brasilien immer willkommen. Kommen Sie bitte wieder. Das werde ich tun. Danke für die Einladung, Luciene. Luciene Miranda für Dukascope TV.